Der Amiga ist und bleibt eine Legende. Die Spiele sind sagenhaft und die Workbench hatte richtig viel zu bieten. Man konnte sogar die Größe der einzelnen Icons verändern, was Windows bis heute nicht geschafft hat. Dennoch, die Zeiten sind vorbei und so richtig gut lässt sich mit einer alten Workbench heutzutage nicht mehr arbeiten. Es gibt natürlich auch die Weiterentwicklungen wie MorphOS oder AROS. Doch wenn es dann an Microsoft Office-Dateien, Smartphone-Tools oder Datenbank-Anwendungen im Arbeitsumfeld geht, wird die Luft ganz schnell dünn. Aber es soll eine Möglichkeit geben, das Amiga-Look and Feel unter Windows zu bekommen und so beide Welten zu vereinen. Ich habe hier ein Windows 10 am Laufen, unter Windows 11 soll es aber ganz genauso funktionieren. Allerdings nur für 64-Bit-Systeme. Aber das dürfen inzwischen auch schon die meisten von euch besitzen. Es geht natürlich um einen Style für Windows oder eine Personalisierung. Doch das Paket soll nicht nur hübsche Bilder zaubern können. Der Download-Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Wie ihr seht, gibt es eine Warnung, dass diese Datei nicht gescannt werden kann. Ich lade sie mir trotzdem herunter, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das Paket hat nur 64 MB, was für diese Art der Anpassung durchaus reichen sollte. Ich starte die Exe und erhalte gleich wieder eine Sicherheitswarnung. Wie gesagt, wenn ihr es installiert, dann ist das euer Ding. Ich übernehme hierfür keine Verantwortung. Ich klicke auf weitere Informationen, was anderes kann ich eigentlich auch gar nicht machen. Erst dann zeigt sich der Button trotzdem installieren. Den betätige ich und Windows bringt die üblichen Warnungen wie bei jeder anderen Installation auch. Wenn ich wieder auf OK klicke, beginnt endlich die eigentliche Installation. Die ist dann gar nicht mehr so groß. Zunächst die Sprache auswählen, dann den Installationspfad. Den belasse ich einfach so wie er ist und auch den Startmenüeintrag ändere ich nicht ab. Das nächste Fenster zeigt ein paar zusätzliche Optionen. Das Desktop-Symbol lasse ich ebenso, allerdings wähle ich den Autostart, sodass sich beim nächsten Neustart gleich wieder das Amiga-Feeling einstellt. Und auch den Explorer lasse ich ersetzen. Das scheint mir ein tolles Feature zu sein, der Explorer im Amiga-Style klingt sehr interessant. Tja, und dann ist die Installation auch schon vollendet. Zunächst war ich noch ein wenig verwirrt, weil der Explorer noch im Hintergrund blieb. Aber als ich den dann geschlossen habe, erstrahlte der Amiga-Desktop. So, dieses Fenster ist schon mal der Dateimanager, doch ich will mal das Hintergrundbild sehen. Ah, ein EEPROM. Nice. Okay, jetzt aber weiter. Unten sind einige Symbole, sogar mit Scrollleiste. Wow, ziemlich viele. Das sind Windows-Programme. Ich klicke hier lieber mal auf das Home-Icon dort oben. Habt ihr die kleine Animation des Icons gesehen? Ist doch gleich viel ansprechender als unter Windows, oder? Das ist das Benutzerverzeichnis meines Rechners und wenn ich jetzt einfach mal auf Downloads klicke, dann sieht man dort auch das heruntergeladene My Workspace-Programm. Da es kein Startmenü gibt, sind alle Programme unten in der Leiste aufgeführt. Klicke ich auf dieses Icon, dann öffnet sich entsprechend die Systemsteuerung und ich kann die ganz normalen Windows-Einstellungen vornehmen oder eben auch jedes andere Programm starten. Leider ist die Liste unten sehr, sehr lang, weil jedes kleinste Programm hier als Icon auftaucht. Dafür gibt es die Suche. Tippe ich hier etwas ein, dann erscheinen die gefundenen Einträge und ich kann meine Anwendung auswählen. Wie bei einer Amiga Workbench auch, gibt es am oberen Bildschirmrand eine Menüleiste. Die öffnet sich bei einem Klick auf die rechte Maustaste. Execute Command ist das Äquivalent zu Run im Windows Startmenü und ich kann hier zum Beispiel einfach Kalk eingeben, um den Rechner zu starten. Die Optik der Programme ist dann natürlich nicht Amiga-Style, sondern entsprechend des jeweiligen Herstellers, also fast immer im Windows-Stil gehalten. Im Menü gibt es dann ein paar weniger wichtige Einträge und unter System die Möglichkeit herunterzufahren oder neu zu starten. Unter dem Eintrag Window kann ich gleich zuoberst einen neuen Ordner erstellen, der auf dem Desktop platziert wird. Bei einem Rechtsklick auf diesen öffnet sich wie auch unter Windows ein Kontextmenü, in dem ich gleich wieder Löschen auswähle. Jetzt erscheint aber ein Dialog, in dem ich die Aktion Put into Trashcan, Delete oder Cancel auslösen kann. Das ist anders als bei Windows. Die restlichen Menüeinträge sind nicht so wichtig, sodass ich zu Icons wechsle, aber auch dort ist wenig Aufregendes zu finden. Ein paar optische Dinge halt, an denen ich jetzt aber nicht herumspiele. Dann gibt's noch Tasks. Da aber gerade nichts am Laufen ist, existiert auch kein Eintrag. Zu guter Letzt kommt das Tools-Menü, bei dem ich gleich mal den Music Player anklicke. Okay? Die Optik erinnert doch sehr an alte Zeiten, aber das ist eventuell so gewollt. Doch ich will jetzt keine Musik hören, also weiter. Als nächstes ist ein Videoplayer in dem Menü und auch der hat einen älteren Charme. Aber auch Videos schauen will ich nicht. So, was noch? Danach gibt es den Eintrag Clock und das ist ja schon fast ein Klassiker. Die analoge Uhr wurde als Demo immer wieder gerne in der Workbench aufgerufen und auch hier versprüht sie echtes Amiga-Flair. Okay, dann noch der Calculator, ebenfalls im alten Stil. Schade, dass bei Aufruf von Kalk nicht dieser, sondern der Windows-Rechner erschien. Egal. Als letztes Tool hat es dann noch Say in die Liste geschafft und ich tippe natürlich Retro und Games ein und lasse mir das mal ausgeben. Retro und Games. Naja, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Sieht so aus, als ob hier die Microsoft-Sprachausgabe genutzt würde und außerdem steht hier Language noch auf German.
Doch ich will euch ja nur einen Einblick geben, also weiter. Als nächstes kommt ein Haufen Wallpapers, aus denen man auswählen kann, und danach noch Preferences. Dort besteht unter anderem die Möglichkeit, die Art der Animation für die Icons festzulegen. Dann kommt noch Displays, in dem die Logos angepasst werden können. Da muss ich später unbedingt die Amiga-Schriftzüge hineinkopieren, wobei diese Bilder ja eigentlich nur beim Boot zu sehen sind. Im About-Dialog gibt es die üblichen Informationen und das My Workspace-Logo, das langsam auf einen zukommt. Ganz nett gemacht. So, machen wir mal einen Neustart und schauen, ob die Oberfläche auch wirklich direkt gestartet wird. Nach den üblichen Windows-Ausgaben erscheint dann auch das My Workspace-Logo und nach einer gewissen Wartezeit begrüßt mich das System wieder mit dem Amiga-Desktop und auch der Dateibrowser ist schon geöffnet. In diesem existieren ebenso einige Optionen, die betreffen aber vorwiegend die Optik, sprich Icongröße und Sortierung. Warum sich jetzt hier drüben diese Icons immer bewegen, ist mir nicht klar. Vielleicht habe ich vorher bei den Einstellungen irgendwas verdreht oder es ist noch ein Bug. Jedenfalls kann man im Dateibrowser auch gut navigieren mit der Toolbar hier rechts und auch oben mit den Icons. Nun probiere ich aber doch noch ein paar Wallpapers aus. My Workspace ist ziemlich schlicht, ich hätte da jetzt das Logo erwartet, aber gut. Probieren wir den 1200er mit LED. Ah, nice, das schaut ganz gut aus. Aber für mich schon fast zu modern. Die 35-Year-Variante verspricht da mehr. Okay, genauso schön. Gut, das reicht das mal. Rechts oben sind dann noch die Funktionen untergebracht, die Windows am anderen Ende der Taskleiste bietet, also meistens rechts unten. Hier gibt es einen Kalender, der auch schick gestaltet ist und daneben sogar den Flugmodus und die Lautstärke-Einstellungen. Das finde ich sehr gut gelungen. Ich habe My Workspace dann noch auf einem anderen PC installiert, der ziemlich wenig Power hat. Nach dem Start öffnete ich den Taskmanager, um mir die Performance anzuschauen. Natürlich kann ich darüber jetzt keine quantitative Aussage treffen, aber grundsätzlich braucht er kaum Rechenleistung. Wie ihr seht, benötigt die meiste Performance meine Aufzeichnungssoftware, mit der ich dieses Video erstelle. Und auch die braucht auf schnellen Systemen natürlich weit weniger. Entsprechend bin ich damit sehr zufrieden. Was mir dann noch aufgefallen ist und ich euch gerne zeigen würde, ist die Anordnung und Animationen der Icons im Dateimanager. Als erstes seht ihr hier viele Ordner und rechts kommen dann die Dateien. Die sind in Spalten angeordnet. Jede Spalte steht für eine Dateiendung, also alle .exe-Files stehen untereinander und das nach Namen sortiert. Durch diese Anordnung kann man quasi doppelt sortieren. Das ist meines Erachtens eine coole Idee, das kann aber auch umgestellt werden. Schön finde ich auch die Animation der Icons, wenn ich die Fenstergröße verschiebe. Die Icons bewegen sich dann auf ihre neue Position. Das ist weitaus ansehnlicher, als das Windows vermag. Nun, ich denke, ich habe euch damit einen ganz guten Überblick gegeben und wer mag, kann sich das ja auch noch genauer anschauen. Damit kommen wir zum Fazit. Ich finde das Paket richtig cool. Es lässt einen in Erinnerungen schwelgen und bringt den Amiga wieder zurück ins Leben. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber allein der Desktop sticht natürlich aus dem Windows-Einheitsbrei heraus und ist sehr schön gemacht. Leider werden wohl die meisten Arbeitgeber was gegen diese Erweiterung haben, sonst würden viele morgens viel lieber zur Arbeit gehen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings noch. My Workspace könnte noch ein paar Verbesserungen gebrauchen, doch leider ist von dem Projekt seit Juni 2022 nichts mehr zu hören. Und auch auf dem Discord-Kanal ist der Entwickler verstummt. Wollen wir hoffen, dass es ihm gut geht und er eines Tages weitermacht oder zumindest seine Sourcen freigibt, damit andere sein tolles Projekt fortsetzen können. Okay, heute war es vielleicht ein kürzeres Video, aber mehr muss man zu diesem Thema eigentlich auch nicht sagen. Bleibt up to date und abonniert den Kanal und verpasst das Video über die besten Amiga 1200 Games nicht, die ihr mit jedem Emulator ganz einfach zocken könnt.